Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder meinen Ork ein bisschen weiter leveln, meinen Magar-Ork. Den habe ich mittlerweile auf Stufe 74. Und wir wollten wieder ein paar Dungeons queuen. Warte, ich muss hier den Timer auch einmal anschalten. Und ja, jetzt ist ein bisschen später, schon mittlerweile in der Nacht. Wir sind jetzt noch zu viert unterwegs. Sprich, wir brauchen einen Random DD. Und ich habe jetzt mich hier schon mal in die Höllenhalbinsel platziert. Was brauchen wir denn hier? Nein, um nebenbei einfach so ein bisschen auch noch zu questen, ne? Um da ein bisschen was mitzunehmen, weil es kann jetzt halt sein, dass wir ein, zwei Minuten in der Queue hocken. Und zusätzlich sind wir noch gehandicapt, weil einer aus der Gruppe hier mit seiner Friteuse am Werken ist. Ach shit, jetzt sind natürlich gerade die Mobs hier, wo ich die Quest abgeben möchte. Also mal gucken, wenn ich jetzt keine Heilung krieg, ne, dann wisst ihr, was los ist. Oh shit, ich bin jetzt genau hier in das Event reingeraten. Oh, ich bin im Dauerbetäubungszustand. Lass die mal schnellstmöglich killen, dass ich die Quest abgeben kann. Ja, schau mal, die bringen nicht mehr LP. Was ist denn das für ein Scheiß? So, hier, Quest. Was brauchen wir denn hier? Ein Stab. Ja, nehmen wir den noch mit. Mache ich halt so lange ein paar Quests. Ja. Steht zumindest dran unter einer Minute, ne? Warte mal, was habe ich denn jetzt gequeued? Schon. Ja, doch, ich habe Burning Crusade gequeued. Weil wir sind jetzt ein bisschen am Spekulieren, dass wir Dings rausbekommen. Hier, wie heißt's, dass wir einmal ins Bollwerk kommen? Das ist jetzt gerade der Plan. Und ja, mal schauen. Wie viel Blut brauchen wir denn noch? Drei. Ah, da haben wir schon Dungeon Proc. Naja, bald ist immer so eine Sache, weil. Ah, schau mal, Bollwerk perfekt. Ich habe hier eine Quest noch? Habe ich nicht abgegeben? Ah, nein, ich habe die Quest gekriegt, hier reinzugehen. Schau mal an. Schau mal an. Ja, nice. Also unser Plan funktioniert schon mal bis hierhin. Ja, der Plan funktioniert. Oh. Bitte? Ja, wollte gerade sagen. Nee, Gabel. Ja, ich sag doch das. Ich hab dich gefragt, ob das läuft bei dir, ne? Ja, theoretisch funktioniert es, ey. Die vier Tasten kann ich ja drücken zum Heilen. Ja, wir haben hier einen, der. Was hast du dir gemacht? Sag das mal nochmal an. Kroketten. Kroketten und? Was noch? Hier ist andere schon weg. Nur noch Kroketten. Achso, aber. Okay. Weißt du, ja, mit nachts. Fleischbällchen. Mit Fleischfällchen in der Nacht um 12:30, ne? Hat er sich jetzt hier nochmal was in die Friseuse geschoben und jetzt ich kann es hier ausbaden, weil er immer, wenn er zum Futtern ist, nicht heilen wird. Na bitte. Solche Leute kann man brauchen. Aber zumindest hat es das geklappt, dass wir jetzt ins Bollwerk gekommen sind, ne? Ein, zwei Levels kann ich noch mit einem 59er ankommen. Schau dir mal den Random an vom Level. Das Wer soll ich denn? dir behalten. Meinst du, 9. stimmt. Weil, also wenn du ganz low bist, ne? Also wenn du einen hast, der 59 ist, kommst du eigentlich immer nur Bollwerk rein. Und Bollwerk ist halt echt die schnellste Inni, ne? Das hast du vorhin gemerkt. Ich hab, wo wir vorher drei oder viermal Bollwerk gekommen sind, bin ich irgendwie 9 Level aufgestiegen in der Stunde. Und danach, mit den anderen Dungeons irgendwie nur noch 5 oder 4, ja? Also, das macht halt echt was aus, wenn du so eine schnelle Inni hast. Das macht richtig gut was aus. Oh, der hat das Fass nicht abgekriegt. Was soll denn der Shit? Gleich Mana. Oh, ich bin entwaffnet. Nicht gut. Nee, das wird nix. Weg da. Low kommt. Ich habe ihn mal selber hier. Ab und an muss man einfach mal wegrollen. Also am liebsten spiele ich einen Druid Tank, deswegen main ich den halt auch, ne? Das ist so, finde ich, so ein Allrounder. Du kannst halt alles machen mit. Das sind also Kleinigkeiten, die ich halt auch gut finde, ne? Du kannst Tank spielen und stealthen. Du kannst mit der Fluggestalt Sachen looten und solche Geschichten. Das macht's halt viel, ist es halt angenehm. Quality of Life ist das halt viel auch. Und ich finde die Tank-Mechanik eigentlich auch ganz gut. Ich hätte zwar gern mehr Heilung, ne, aber man kann halt nicht alles haben. Das ist halt leider so. In Dings war es noch cool, in Qatar. Da war es am Ende so, dass du mit einem Druid durch Schaden absorbier, absor
Oh Scheiße! Was haben die jetzt die gerade reingehauen? Mal fix wegrollen. Da konntest du. Ach, das stimmt, du kannst eine Slowfalle legen. Da konntest du am Ende über. Achso, ja, dann reck mal. Ich habe mich mal selber. Da konntest du am Ende über den Damage-Absorb-Effekt generieren. Ne? Und das war halt ziemlich krass. Da hast du halt ordentlich reingenatzt mit dem Schaden und hast dann halt richtig gut auch ja, den Absorptionseffekt hochgehauen und warst dann halt defensiv dann dadurch auch noch. Das war eine coole Mechanik. Die mochte ich. Die haben sie leider rausgenommen. Ja. Sehr, sehr schade an der Stelle. Mal schauen, was jetzt mit dem vierten Ring reinkommt. Vielleicht kommen ja genauso Effekte dann wieder rein. Ja, aber das wäre, also so, also das wäre ja eine komplette Mechanik. Ich denke mir nicht, dass die über das Azerid-Zeug reinkommt. Aber mal gucken, wer weiß, vielleicht, ne? Eine kleine Chance besteht immer. Irgendwas müssen sie sich halt einfallen lassen. Ja, irgendwas, was halt was ausmacht, ne? Aber viele Leute haben auch rumgeheult, dass die Trades von dem Azerid-Ding zu schwach sind. Und das kann ich schon verstehen. Ah, und kommt die. Rechts und links kommen nicht. Okay, das ist gut. Wollen wir die ein bisschen. Oh nein, ich bin gestunt. Ich habe noch keinen CD. Die falsche Richtung gekickt. Muss jetzt einfach mal weg. Ich muss jetzt da mal in die Mitte. Muss ich die Kroketten schon weglegen? Ja, ja, deine Kroketten. Ja, auf jeden Fall. Oh, ihr habt geedit. Doch, passt. Ja, wie? Ja, der DK hat da hinten geedit. Achso. Nö, also alle hole ich, denke ich, jetzt nicht an. Ich schon am Abnippeln. Mit dem. Wort mal ein bisschen mit meinem kleinen Hund. Nee, das hat mich halt jetzt gegrillt. Bitte edit doch nicht, wenn wir eh schon am Arsch sind. Also, ich weiß nicht, warum man da jetzt noch einen riesen Bogen laufen muss. Also, wir hätten es halt gepackt, ne? Ja, der. Ja, natürlich. Warum muss man dann immer noch dazu adden? Ich hasse es. Passt halt bitte auf. Ich bin extra genau in die Mitte reingerollt, dass ich nichts adde. Und dann läufst du da einen riesen Bogen außenrum. Das ist halt Käse. Ich schon drei Gruppen am Arsch. Ich muss näher ran. Naja, aber der Boss ist down zumindest. Jetzt können wir da am Rand rumlaufen. Schaut bloß, dass ihr jetzt nicht mehr den einen addet, der da hin und her läuft. Müssen wir nur wegmachen. Sonst sind ja keine mehr, das passt. Einmal gucken. Es ist ja meistens so, auch schon bei den Sets so gewesen, dass das erste Tier-Set in dem Content immer relativ schwach war und die Nachfolgen dann halt immer besser werden. Ne? Hat ja einfach auch den Grund, dass du die ja auch austauschen musst. Wenn das erste zu stark ist, dann würdest du, wenn das zweite nicht stärker wäre, es halt nicht switchen. Ja? Und dann zieht sich das halt immer so nach sich. So wird es wahrscheinlich jetzt mit diesen Azerid-Items auch sein. Theoretisch müsste ich meinen Charmer halt mal nachtransmoggen, vor allem Gürtel und Dings halt, ne? Aber. Ja. Weiß ich nicht. Du kriegst halt hier so oft neue Items, eigentlich lohnt es sich gar nicht. Eigentlich lohnt es sich, wenn man Transmog, dann auf Max-Level, ja. So im Low-Level, kann man machen, bringt aber nicht sonderlich viel. Ich stun's jetzt mal alle. Wollte schon wieder anfangen, uns zu vieren. Aber du merkst halt, dass es jetzt langsamer geht, ne? Mit den zwei Mages war es natürlich schon eine schicke Sache. Die bomben schon ordentlich rein. Da konntest du relativ schnell leveln. Warte mal. Irgendwie macht der Hexer die halbe Zeit keinen Damage. Was, wo ist denn der? Jetzt ist er wieder da. Ja, stimmt, ich habe mir jetzt auch gerade gewundert, okay, muss man mal beobachten. Drantos ist ja auch erst seit dem Run drin. Der hat zum Beispiel jetzt 140k insgesamt gemacht. Und der Alex hat irgendwie 60.000 insgesamt, der hat die Hälfte von dir. Naja, das ist halt ein Gammler, ne? Das ist. Aber gut. Solange er mitläuft und zumindest ein bisschen was macht, ist ja okay. Kannst du ja nicht. Weil also, wir wieder Bollwerk haben, können wir ja kicken. Meinst du? Nee. Gibt also, den Level ab danach.
merkst halt, mit zwei Mages hast du halt extrem AE-Damage, ne? Aber jetzt mit dem Hunter ist auch nicht schlecht. Hexer scheint jetzt nicht ganz so nice zu sein. Und kommt wahrscheinlich drauf an, was du für ein Hexer spielst. Ah, der Hunter spielt sogar falschen Speck, der wird sogar noch mehr OE-Damage machen. Falschen Speck spielt er. Wenn du spielst, dann haust du einfach nochmal 300 DPS mehr raus. In dem Levelbereich. Das ist halt voll heftig. Aber Melee, ne. Das ist halt der einzige Nachteil. Aber der haut dafür richtig rein. Im ganz Lowen ist Melee Hunter schon ziemlich stark, ne? Also, sobald so, er die Granate wirft, hat irgendwie 500 DPS im Low. Okay, ja, das ist halt krass. Das ist schon auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich es auch mit meinem Zerstörungshexer hinbekommen, 4k DPS zu machen, wenn ich mit dem anderen in Heu Damage 1k mache. Auf 8 Targets. Okay. Durch das PvP-Talent irgendwie ist es verbuggt. Direkt ja gut, das kannst du aber in der Indie ja eh nicht verwenden, ein PvP-Talent. Außerhalb also, halt. Ja, wenn klar. Wenn du mal einen anderen Spieler siehst, das ist halt instant tot. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir ein paar Mal in die Dings reinkommen. Jetzt stehe ich hier im Feuer, aber ich muss mal ganz kurz zu meinem Glas. So, jetzt. Auch weil meine Kroketten beschweren. Ja, aber ich verkack sie jetzt nicht. Wow. Außerdem bin ich da 5 Sekunden, ne, und du irgendwie halbe Minute da mit den Kroketten am werkeln. Mein Inventar ist fast schon wieder voll. So, sollen wir den Hexer nochmal mitnehmen oder wie machen wir das jetzt? Doch eine Runde schon. Ist das wurscht? Ich geh mal eben 2 Quests noch ab. Hauptsache noch mal Bollwerk, der ist nämlich jetzt 59. Achso, meinst du, so, deswegen ja, müssen wir. Jäger ist jetzt schon 72. Ja, stimmt, da hast du recht. Nochmal ausnutzen fürs Bollwerk. Achso, ich kann nochmal skillen hier. Eigentlich ist. Und das. Ja, gut, war klar, ne? Aber das. Eigentlich kannst du da ganz gut was machen. Bis dahin. Und den Hals, den muss ich noch irgendwo anders mal hinziehen. Keine Ahnung, wie ich das mit dem mache. Achso, ihr habt schon geedet, ich wollte gerade noch skillen hier. Jetzt habe ich nochmal 2 Heal-Stacks. Warte, was macht das eigentlich das andere Zeug? Zu langsam. Er hat gepult. Hier, den Schaden, 2 Sekunden. Ja gut, ist auch nicht so verkehrt. Jetzt habe ich halt nochmal extra Heilstacks. Das finde ich ganz praktisch. Jetzt, an dem Zeitpunkt ist der Monk eigentlich ganz gut, was Heilung auch angeht. Vor allem, das hast du halt auch nicht auf dem Global, ne? Das ist halt das Praktische. Also das hier, die Heilung hast du nicht auf dem Global. Die andere leider schon, weil die auch Damage verursacht. Und ich soll vielleicht auch öfter meine Kugeln nur aufsammeln, das kommt auch noch dazu. Boah, ich hab mein Heilgras. Geht was, hä? Ja, der macht jetzt aus. Aber wenn es dann kann ich trotzdem nichts machen. Ja, das war jetzt eher blöd. Das war jetzt eher ziemlich blöd. Muss immer schnell weglaufen. Ich heile mich mal selber hoch. Ich habe mein Staffelzeug nicht abgebaut, sondern nochmal den anderen Shit gedrückt. Aber nicht gestorben. Und man ist weglaufen, King. Misdirection ist natürlich auch eine schicke Sache, ne? Also da kann man nichts sagen. Vor allem jetzt merkst du es halt. Vor allem bei den Mages, wenn die da voll reinrödeln, da bist du halt mehr am Rennen als alles andere. Deine eigene Heilung merke ich halt gar nichts. Ich drück die schon die ganze Zeit, also. Ich sehe es im Pass, aber irgendwie droppst du halt trotzdem.
Ja, kriegst trotzdem immer auf den Damage. Sonst wäre ich oft tot, wenn ich meine Eigenheilung nicht drücken würde. Jetzt habe ich aber nichts mehr, jetzt muss ich ein bisschen Piano machen. Tank CD habe ich noch. Nur mal schauen, dass wir den Vieh auch interrupten. Die eine hält mich halt um 15% von meinem Life, das ist eigentlich schon nicht so verkehrt. Na, mal schauen. Der wird jetzt wahrscheinlich relativ sicher Level abkommen, ne? Der Hexer. Da müssen wir uns halt überlegen, was wir mit dem anfangen. Wenn ich. Nee, wenn wir jetzt wahrscheinlich. Oh, wir kommen vorbei. Na, okay, das war jetzt ziemlicher Fail. Ich hätte warten müssen. Bin gerade im Mana-Ring. Ja, ich stun sie alle. Jetzt musst du mich heilen, ich bin gestunt worden. Nein! Vor allem weglaufen, haben sie mich noch weggenutzt, die Caster. Weil meine Ork-Fähigkeit ziehe ich halt auch zu selten, ne? Die könnte ich auch öfter reinhauen. Ich bin fast im Überlegen, ob ich es mir aufs Fass binde. War das eine geplante Sache, was du da gerade machst, oder? Dass man mal nicht direkt mitnimmt. Du hast jetzt alle gepult, ne? Nicht die rechten, nur die linken. Ja, aber trotzdem den Boss plus alles, ich bin im Stun. Ja, das werden wir aber trotzdem jetzt nicht überleben. Kann kleiner mal stunnen? Nö, ich werde jetzt sterben. Oh. Hab gerade noch eine große Heilung gedrückt. Ja, die verpufft ganz schön. Ne, jetzt. Mach mal Spaß mit Fackel. meinem Viech. Nö, passt. Jetzt, ich hab mir gerade abgestaggert. Boah. Doch. Jetzt brauche ich mal an. Ja. Das sind die blöden Caster da hinten, die Caster halt die ganze Zeit auf uns durch, ne? Drecksmobs, echt. Ich ob du auch theoretisch hier irgendwie drüber könntest. Wenn wir jetzt halt den einen Gammler noch, ne, den sollten wir am besten jetzt nicht adden. Sonst kommt doch alles. Naja, doch, der ist weit genug weg, passt. Jetzt komme ich noch. Ja, Jetzt tot. ich befürchte es. Die haben sogar Stealth-Erkennung. Teilweise sehen die dann dich sogar weiter, wenn du stealthst, ne? Das ist richtig blöd. Und vor allem, sie aktivieren sich dann von selber. Aber die müssen dich nicht mal richtig gesehen haben. Bist du am Start? Ja, jetzt bin ich da. Ah, habe ich jetzt meine ganzen Eigenheilungen Du läufst rausgehauen. bloß immer um die Ecke, wenn ich gerade heilen will. Was? Du bist ein Druid. Das ist eine scheiß Wendeltreppe. Bei Jüngern ist Instant. Ist die nicht Dudu approved oder was, die Wendeltreppe? Da ist es sowas zum Beispiel gar nicht so schlecht, ne? Mit dem Wegkicken, weil sie dann alle zusammenstehen. Das ist echt nützlich. Deswegen auch als Tanker was mitnehmen. Ja, gut, als Tank schenkst du halt, wenn so wie wir vorhin gesagt haben, auch halt dein Charge her, ne? Das ist halt die Sache. Wenn du jetzt von Mobility nicht brauchst, dann ist es egal, ja, dann ist das andere wahrscheinlich echt besser.
Wieso habe ich den Kreis eigentlich bekommen, wenn der eh nichts halt? Ich stun die mal. Oh fuck, jetzt bin ich gestunt. Das war jetzt knapp, jetzt hab ich fast geedit. Ja. Ja, aber ich musste weg, sonst wäre ich verreckt. Ich überlege gerade, ob ich die große Heilung da zwei Stacks davon mitscannen soll im Low-Bereich. Verjüngen meinst du was? Nachwachsen eigentlich noch weniger. Also das Doppel verjüngen finde ich immer gut, wenn du das meinst. Nee, rasche Heilung. Achso. Verjüngen kommt erst später. War knapp, aber ich hab's nicht geaddet, den Shit, ne? Also, das war schon so. Kannst du nicht ein neues Talent zur Kaffee sein? Ja, hab ich schon. Den Dings habe ich geskillt. Diese Heilung. So, das war das. Naja, ich habe jetzt zwei Heilungen quasi. Die eine ist prozentual und sich. Also ist schon nicht schlecht, weil du es halt jetzt ein bisschen mit einem beeinflussen kannst. Es geht darum, dass du es erst mit 75 Ja, das obwohl ist halt... Def hast. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, ja. Mit Dings kriegst du es auch, ich glaube beim Dread Tank kriegst du die Rasenregeneration auch erst mit 66 war es, glaube ich. Der Druide hat genug anderes Zeug, wo er sich irgendwie schützen kann. Und ja, der hat am meisten CDs, das ist richtig, ja. Wie hoch ist denn der? Der Dings hier, der Hexer, ist immer noch 59, aber durch den Abschluss wird er jetzt. Ich sollte vielleicht aus dem Feuer gehen. Irgendwas macht der falsch, der hat nämlich davor schon das Level Up bekommen müssen. Also, wenn er jetzt kein Level Up kriegt, dann weiß ich auch nicht. Naja, der wird, also ganz sicher, ja, 60 ist er geworden. Sollen wir ihn trotzdem nochmal mitnehmen? Ja, doch, vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht kommen wir nochmal Ball weg. Das heißt 63. Das ist richtig, ja. Vielleicht kommen wir nochmal Bollwerk mit dem Typen 63, 70 dann. Wir wollen halt nicht in diese Gammel-Inis reinkommen, das ist halt das Problem, ne? Achso, der DK haut sich das Ohr. Alles klar, ich wünsche dir eine gute Nacht und danke fürs Mitkommen, ne? Einfach rausgehen, dann. Wir brauchen den Exo nochmal für Low-Inny-Invite. Vielleicht kommt jetzt ein anderer 68er. Ja, gut, oder das, ja. Oder das. Ich glaube aber eher, dass wir in Blutkessel reinkommen werden. Irgendwie befürchte ich es auch. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ach, ich habe wieder mein HT nicht gezündet, ne? Ich habe mir extra 20 Trommeln gekauft für nichts. Ja, ich kann ja später noch zünden hier. Geld verschwenden, das doch. Ja, gut, was haben die gekostet? Zusammen haben die 400 Gold gekostet. Also, das ist in Ordnung, ja. Also, so krass ist es nicht. Oh ne, den Elite will ich nicht pullen. Jetzt komm ich raus und direkt kommt der Elite hier. Schauen wir mal. Nö, ich weiß nicht, ob ich heute noch 80 schaffe. Gut, 4 Level sind es noch. Mal gucken. Und wenn nicht, ist auch nicht wild, ne? Morgen werde ich jetzt halt nichts machen, aber vielleicht am Dienstag mal gucken, wie ich Zeit habe. Vielleicht werden wir da noch ein bisschen basteln. Bis Neujahr will ich den oben haben, ne? Spätestens nächsten Samstag will ich ihn fertig haben. Aber ich denke mal, das sollte easy ausgehen. Jetzt schauen wir mal, was wir kommen. Das schaut doch gut aus. Und? Yo. Perfekt. Ah, nochmal Bollwerk. Okay, perfekt, ja. Also kannst du halt echt gut rumtricksen, ne? Ah, das Level von 60. Der Random. Ja. Also du merkst hier schon, also du kriegst nicht mehr ganz ein Level auch fertig, ne, mit dem Dings. Gut, ich habe jetzt auch den 10%-Trank nicht mehr drin. Hey, ja, du warst der mit dem 95er-Char. Naja, erst wenn ich 90 bin, ne?
Aber dann lohnt sich's halt. Aber ehrlich gesagt lohnt sich's dann halt eh sowieso nicht mehr, weil ab 90 mache ich nur noch Kisten auf und in Legion nur noch Invasionen, ne? Also von dem her ist das dann eh schon für die Katz. Also was man machen kann, ist halt zusammen mit die Kisten rumfliegen, ne? In Dingsterbumster. Weißt du? Das mit den Dungeons, das mache ich eh bloß bis 90. Weil danach lohnt sich Innis nicht mehr, ne? Dann machst du halt die anderen Geschichten. Dann machst du die anderen Geschichten, weil es halt im Verhältnis viel mehr bringt, ne? Ja, 80 bis 90 lohnt sich ja auch nicht, aber es gibt wenigstens bessere als zweite Tiefe. Ja, leider. Ja gut, du kannst 80 bis 90 kannst du zumindest diese Bonusdinger in der MOP aufmachen, ne? Ein bis zwei Level schaffst du da. Das ist okay, aber krass ist es nicht. Ja, klar. Die Bonus-Checks gehen halt schon schneller, wenn du in der Gruppe bist, das ist klar. Zumindest ein Ticken. Ah, das war jetzt, glaube ich, keine so eine gute Idee. Hast du die Heilung gemerkt? Dass du die Hälfte aus meinem Stun rausgekickt. Ich wollte genau wieder dann stunnen. Die Hälfte wird gestunnt, die andere Hälfte nicht. Jetzt schauen wir mal, was ich eben geheilt habe. Verursachte Heilung. Na, immerhin. Ja, siehst du? Gar nicht so wenig. Und ich 27. Also. Ist eigentlich mehr als genug, aber trotzdem merkt man es nicht, weil es so viel reinkommt. Ja, wenn die ganzen Dinger noch zusammen voll ist, ne, ist das. Wir wollen ein bisschen zügiger machen hier. Aber der Stun wäre auch voll drin. Nee. Also, ich habe jetzt nichts gemerkt, dass die Kisten irgendwie krass genervt worden wären. Lief eigentlich gut durch. Ich habe das ja letztens gemacht. Nicht mal zwei Stunden habe ich gebraucht, dann bin ich eigentlich auf Dings gekommen, ne? Auf, was war ich nach zwei Stunden? War ich irgendwie 93 oder so schon. Ne? Also die 10 Level schaffst du in unter zwei Stunden, eineinhalb in etwa. Also das geht gut durch. Mann, ne? Das. Jo. Also das geht wirklich gut durch. Jetzt laufen die da. Können wir da am Rand? Ne, da können wir wahrscheinlich nicht vorbei, ne? Geht mal zurück. Ich denke mal, jetzt können wir sie schon hinterpullen. Komm her. Ach, fick dich doch. Ernsthaft? Die waren doch weit genug weg. Ja gut, die müssen wir jetzt halt... Das war der Jäger. Nee, ich hab die schon... Gekommen und auf einmal ging's los. Ich hab die schon gepullt, aber ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass die da hinten die noch adden. Also die waren doch weit genug weg. Das meine ich ja, aber erst als der Jäger geschossen hat, kam dann die anderen. Ach so. Ich glaube, das kam nur durchs Angreifen dann noch, ne? So ein Dreck, aber auch. Na gut, die sind ja auch relativ schnell tot. Wahrscheinlich wäre es echt schneller gewesen, sie gleich alle zu pullen, ja, als ewig zu warten, ne? Aber gut. Da versucht man es einmal noch, ne? Zu retten. Ich muss zuerst was anvisieren. Das war auch der Hunter, ne? Ja. Der Hunter ist immer schuld. Das weißt du doch. Der Hunter muss eh nicht denken, dann ist er wenigstens schuld. Nee, ganz ja. Also das mit dem Fliegen ist schon, macht schon viel aus. Warte mal, jetzt pullen wir den mal raus, dass er nicht rüberläuft und alles pullen kann. Wartet bei dem anderen, nicht dahin laufen, da kommt der andere Dude. Oh, ich bin weggestunt. Ich hasse euch. Ich stun die mal. Warum hast du denn eigentlich Verjüngen nie drauf? Das ist eigentlich der beste Hort. Weil ich alle keine Zeit habe, dir einen Hort zu geben, weil du sonst zu weit jobbst, wenn es zu viele Ads sind. Nein, Verjüngen musst du immer als erstes drauf machen, der halt am meisten von allen. Ja, ich weiß, aber wenn du schneller frisst, als ich dir den Hort drauf machen kann, bringt es halt nichts. Ja, deswegen den immer als erstes und dann alles andere. Tja, sollen wir jetzt auf Risiko gamblen? Komm, ich gamble jetzt mal auf Risiko. Okay, hat funktioniert. War mir so 50-50 sicher, dass das nicht kommt. Hat er keinen Jäger angeschossen? Wahrscheinlich lag es daran, ja. Kennst du den YouTuber Bro Studios? Ja, den kenne ich.
ist ja auch der Beste. Der hat ja auch mal ein Video rausgebracht hier von wegen Raid-Verhalten, was die Klassen so denken würden, also die Spieler mit den Klassen. Ja, das kenn ich. Halt immer nur diese Grille. Soweit nichts denken würde. Zum ersten Mal die rechte Gruppe nicht gepult. Ja, wir sind echt gut durchgekommen, ne? Einmal mit Profis. Das sind, du musst halt bloß schauen, dass diese komischen anderen Typen da vorbeilaufen. Mhm. Ist ja nur die halbe Streamgruppe nicht da. Ja gut, ne? Du brauchst halt Leute, die einmal vorbeikommen. Aber wir haben ja die vorher schon alle weggepult, dann kannst du halt auch gar nicht verkacken, ne? Also wenn die vorher halt schon weg sind, dann ist... da musst du schon retarded sein und reinlaufen. So wie der Schaf. Ja gut, passiert auch immer. Nö, du nährst nicht. Alles gut. Wie gesagt, aber wir können halt erst zusammen was leveln, ne, wenn du 95 bist, wenn ich halt da auf dem Level bin. Aber du musst halt klar sein, dass ich dann halt keine Instanzen laufe, sondern nur diese Dings da, Bums da, diese, na, wie heißen sie, diese Bonus-Events mache, weil das halt echt am schnellsten geht, ne? Also da geht's halt richtig ab. Hab das ja erst letztens mit dem Dunkeleisenzwerg durchgebastelt. Stimmt, wie machst du das jetzt eigentlich, wenn du Urlaub hast? Gar nicht erst Samstag und Sonntag einplanen, oder? Wie meinst du? Mit Leveln jetzt. Du willst ihn ja so schnell wie möglich hochboosten. Ja, ich werde jetzt halt die nächsten Tage den auch, ne, morgen mache ich nichts, das ist klar. Dienstag vielleicht mache ich da was, das werde ich gucken, ja, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Und, dann ist ja wieder Raid wahrscheinlich, jawohl, na, ich weiß gar nicht, vielleicht ist Mittwoch, Donnerstag auch kein Raid, je nachdem, wie die Anmeldungen sind. Weißt du, jetzt über die Feiertage ist ja oftmals, shit, ich werde da reingekickt, ist ja oftmals auch nicht so viel. Ja, mal schauen, also wenn kein Raid ist, dann werde ich da halt leveln. Aber mal schauen. Ich denke mal spätestens aber am Samstag ziehe ich den Rest mit dem durch. Je nachdem, wie viel noch brauchen wir das dann jetzt mal ganz kurz. Warum regt dich den WoW auf? Zu wenig Content. Wahrscheinlich. Nö, aber und... Noch nicht mal down. Dings werde ich halt dann schon schauen. Ne? Also wenn ich jetzt... Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht genau. Haben wir geedit? Oh mein Gott. War alles... Ah, wirklich alles. Okay, jetzt wird's... Ich glaube, der Pala kannte nicht die Abkürzung. Anscheinend, ja, der ist mitten durchgelaufen. Naja, egal. Naja, machen wir die beiden da hinten halt noch. Wir haben's ja überlebt. Deine Abo-Erwartung, was ist denn deine Erwartung gewesen? Sabotage, ja, definitiv. Oh, da kommt der Boss. Aber der Pala ist wirklich jetzt nicht so schlecht gewesen im Run. Muss man mal honorieren. Der Hexenmeister hat jetzt auch wesentlich mehr Damage als davor. Meinst du, jetzt zieht er langsam? Weiß nicht, muss sich einspielen oder so. Vielleicht hat er auch die Heirloom-Items und die skalieren jetzt erst ab 60, glaube ich, hoch. Ah, das kann sein. Weißt du, das macht halt auch einiges aus, wenn du über diesen Bracket-Dings drüber bist. Ich glaube, er hat auch dieses Blutelfen-Set dann, ne? Dieses Ox-Set. Was ist das? Ja, stimmt, das sieht echt cool aus. Gesehen. Tatsächlich, ja. Aber dann den gammeligen Levelstab dazu. Da hätte ich mir halt irgendwas Cooles dazu getransmogt. Also, wenn schon Transmog, dann richtig, ne? Was ist denn jetzt? Ist er 61, ne? Kicken wir die beiden, oder? Ja, nein, dann gehen wir halt einfach raus. Also, muss ja nicht kicken, die Leute. Kannst du einfach rausgehen.
Weil er ist 61, der andere ist auch 61. Wenn wir jetzt ganz viel Dusel haben, ja, dann kommen wir hier nochmal rein. Aber ich glaube es nicht, jetzt mit zwei Leuten. Ja, ich glaube, das ist Blutkessel. Blutkessel, ja. Oh, scheiße. Ja, ich dachte es mir schon. Ja, es war klar. Ist ja zu schön. Es war klar. Wo das Blutelfen-Set herkriegst, das kriegst du, wenn du einen Blutelfen auf 120 hast, dann musst du ehrfürchtig sein bei Suruma, ne, nicht Suruma, bei Silbermond so rum, und dann kannst du das quasi erspielen, ja. Wir sind erst 35 Minuten in der Folge quasi. Hat irgendjemand einen Range-Kick auf den Mob da hinten? Oh nein, wir haben die anderen auch noch alle geedit. Durch alle meine Heilungen schon gedrückt, weil ich muss raus hier. Und dann, genau, dann kriegst du eine Questreihe in Silbermond. Also ich habe sie selber noch nicht gemacht, aber so wie ich es gehört habe, kriegst du eine Questreihe in Silbermond. Und wenn du die durchspielst, dann kriegst du dieses Transmog-Gear. Ja, so funktioniert es. Und dasselbe ist halt bei den Zwergen auch. Bloß, dass du dann halt die Zwergensachen oben haben musst. Also viel, genau. Zu viel Arbeit. Für das, naja, also wenn du das Transmog haben willst von der Ding, dann hast du wahrscheinlich eh die Fraktion, diese Rasse einmal oben, ne? Und den Ruf, wenn du normal hochgelevelt hast über Questen, dann hast du es eigentlich auch oben, ja? Dann musst du nur noch die Questreihe machen, dann ist es eigentlich kein Stress. Ja, eigentlich. Ja, da haben wir sie. Die ganzen Rogues. Oh, ich bin schon wieder weggestunt. Hast du gesehen? Aber das, jetzt hast du die Heilung aber gemerkt, ne? Hier. Oh, ich bin wieder gestunt. Du kannst mich. Du kannst mich. Einfach immer weggestunt hier. Jo, bitte gerne. Oh nice, wir haben gerade Twin Peaks gewonnen. 500 Ehre hat das gebracht, nicht schlecht. Warte mal, wir machen das jetzt mal anders, ich zieh die raus. Warte, geht mal um die Ecke rum? Na okay, das checken die nicht, der Paler rennt wahrscheinlich rein. Oh doch, der checkt, dass ich um die Ecke rumläufe. Aber dann hast du die auch wenigstens alle zusammen, die Mobs. Nice, der blickt das sogar, was ich vorhab. Jetzt stunne ich nämlich einmal rein. Ich zieh die mal zusammen. Perfekt. Naja, wenn du nur bis 20 spielen kannst, dann hast du wahrscheinlich keine Game Time drauf. Dann gibt's zwei Alternativen, wenn dann du spielst halt nur bis 20 oder du holst dir Game Time, ne? Kannst dir zu Weihnachten wünschen. Mama, Mama, bitte schenk mir Game Time. Das ist ja ein bisschen zu spät, ist wahrscheinlich schon alles gekauft. Ja, also so ein Game Time-Ding einfach zu Dingsen, ne? Verpacken kannst du es ja eh nicht so toll. Aber jetzt hast du es gemerkt. Ich hab meine ganze Heilung gerade rausgeballert. Ach so, du bist gedroppt. Ja, jetzt wieder. Jetzt würde ich es gern merken. Ja, jetzt habe ich sie schon gezogen. Jetzt kann ich noch ein kleine. Du hast wieder keinen. Warum hast du denn nie Verjüngung auf mich drauf? Jetzt kommt es Verjüngen. Wie? Ja, ich muss das, ne? Du musst das schon ein bisschen beobachten, was du da machst. Auf dem High-Level-Char ist nicht das Problem, aber droppen die Leute auch nicht von 100 auf 2%. Ja, wenn du musst es ja. Das ist ja ein Hot, den muss ja vorher schon drauf sein, weißt du? Oder mit Gold kannst du es auch machen, ja. Das ist eine andere Alternative. Siehst du, das war jetzt auch wieder full. Was hab ich denn in Heiler, ne? Ich heil mich ja selber mehr als du. Hier, erhaltene Heilung. Aha. Nee, ich muss verursachte Heilung. Ja gut, okay. Das ist 3k weniger. Bin aber auch nicht der scheiß Heiler. So, jetzt lass mal hier schnell reinlaufen, dann adden wir nix. Komm. Alle rein in die warme Stube. Nein, du machst das schon ganz gut. Nein. Er war stets bemüht.
Verstehst du mich? Nee, Hannes, ich meld keine Wortel-Innis mehr an. BC ist wesentlich besser. Vor allem mit, wir sind eben dreimal Bollwerk gekommen. Das geht echt schneller. Und letztens, nach deinem glorreichen Tipp mit Wortel-Innis, waren wir geschlagene 35 Minuten in der Scheiß-Ausmerzen von Stratholm drin. Okay, jetzt werden wir gleich richtig Mobs kriegen, ne? Wenn die werden jetzt alle adden. Ah, nee, die rechts sind gar nicht gekommen. Doch, jetzt, okay. Ich wusste es. Also Ausmerzen von Stratholm mache ich nicht mehr. Das ist ein Drecksloch. Ohne Ende. Das dauert nämlich viel länger als BC-Innis. Wenn du die halt in Lowy einpackst, wie wir gerade, kannst du halt Dings triggern, ne? Hier Bollwerk. Und das geht halt mit Abstand am schnellsten. Mit Abstand. Okay, komm, die pullen wir jetzt hier noch rein. Komm her. Dürfen bloß nicht in die Minen reinkommen. Welche Minen? Deswegen, ich weiß es nicht. Und in, gut, hier, wir sind vorhin auch einmal Dings reingekommen. HDZ, ne? Das ist auch kacke, aber nicht so kacke wie HDZ3 in Wattle. Das Komische, wo wir so viel laufen mussten, ist fast so schlimm wie das Dings da verließ da. Aber Also ich. das Liedchen. Also die einzige Innie, die in Dings halt schnell geht, ne? Hier in Wattle ist halt, wie heißt es, also Yolnarub, die geht halt auch echt fix, ne? Aber ja, die kannst du halt nicht so gut triggern wie Bollwerk. Weil wenn du jemanden in der Gruppe hast, der 59 ist oder 60 geht meistens auch noch, dann kommst du halt immer da rein und das ist halt mit Abstand die schnellste Innie. Aber wir können ja nachher einmal Burning Crusade anmelden und mal gucken. Ich bin mir gestunt. Oh, jetzt bin ich tot. Ich hasse das. Warte mal, hast du als Hunter nicht diesen Dings dann? Diesen Pfeil, wo dann auch die Mobs stunt? Fällt mir gerade so auf. Den könnten wir gebrauchen. Vor allem in der Kombination mit dem Druid ist das richtig stark mit Knockback. Weil den triggerst du ja, wenn du die Mobs rausziehst. Also ich finde. Würde den Schurken mal killen. Wow, ernsthaft, ey. Genau das. Ja, gut, das kann dir aber in Dings-Innis auch passieren. Du hast halt in BC-Innis, was du mehr als in Wattle-Innis hast, sind diese Momente, wenn du weggestunt wirst. Du kriegst halt ziemlich viel CC hier drin. Warte mal, bist du jetzt gelaufen? Ja, der hat mich gerade gekillt. Oh nein, warte mal, was ist denn jetzt noch am Leben? Ah, das ist jetzt. Nichts mehr, was dich retten Ah, kann. fuck, aber ihr rettet mich. Ich kann dich retten. Ja, gut, das. Das kommt halt immer dann, wenn du CC bist, nichts machen kannst und ach doch, der Dings hier könnte, der Hexer könnte theoretisch einen Guest draufpacken, ne? Was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt auf sich den GS gemacht? Nee, noch hat er gar keinen verteilt. Ja, weil der könnte einfach den GS jetzt auf mich machen, retzen und ich hätte euch retzen. Aber gut, ihr seid Weiß jetzt eh nicht, schon ob er mit gelaufen. 61 das schon kann. Das weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein, ja. Das kam bei mir auch ziemlich spät erst. Das kann schon sein. Ist er Ja, ich bitter. glaube, du hast damals auch BR versucht und es ging erst ab 70, hast du, glaube ich, Das stimmt, gesagt. Solum war, 70? also ziemlich spät. Springt der gerade auf dir rum? 70 fest. Ja, Hunter. Oh, schon tut's ja schon. Haben wir mal voll. Ja, du musst halt hier in den Innis immer ein bisschen aufpassen. Theoretisch kannst du schon ein paar Mobs pullen, wenn sie dich aber im falschen Moment rauszuziehen. Dann ist es halt immer bitter. Jetzt lieber mal den Dings noch mit ran. Rangekriegt, diesen komischen Hexer. Ja, gut, einmal musst du durch das Level-Ding durch. Aber schau, jetzt kriege ich hier zum Beispiel 5 Sekunden Stun, ne? Kann in 5 Sekunden gar nichts machen. Wenn du da halt wieder 2, 3 Packs zusammenpulst, bist du halt Matsche, ne? Das ist das Problem an der Geschichte. Aber schnell gehen sie eigentlich schon.
Halt, wo wollt ihr denn hin? Ich stun sie mal. Stille. Ja, sowas hast. Du hast halt mehr CC-Effekte, ne? Hier in den PC-Inis. Ja, kriegst halt. Die Inseln ja jetzt auch. Die sind jetzt reingemacht worden. Was in den Inseln? Nö, da in hast den du. Inseln sind jetzt geslowt und so weiter und richtig hast du davor, genervt. Das hast du davor aber auch schon gehabt. Ich glaube nicht so schlimm wie jetzt. Also siehst du, dass es mehr geworden ist. Ach, okay. Ich war selber bloß einmal drin jetzt, aber mir wird nichts aufgefallen. Die Mobs sind overall halt stärker geworden. Die haben halt wahrscheinlich die Inseln schon aufs neue Item-Level angepasst. Wobei ich das eh in Käse finde, weil du ja mit Lowies immer noch in den Inseln unterwegs bist. Also irgendwie ein bisschen befremdlich, was sie da veranstalten. Ich bin mit meinem Hexhead 110 geworden und konnte nicht mal meine Kette aufwerten. Obwohl ich halt den Roof theoretisch haben müsste. Hä, aber das müsste. Ah ne, geht das nicht erst ab 120? Ja, deswegen vollbinde. Weiß jetzt nicht, ob es 120 ist oder ob du halt von der Story ein bisschen weiter gemacht haben musst. Nee, also ich habe auch nichts gemacht, muss wahrscheinlich 120 sein, dass es geht. Okay. Weil sonst könntest du ja schon ewig hohes Item-Level haben, im Low-Level, weißt du? Das wollen sie wahrscheinlich nicht. Ja. Weil Story hatte ich auch 0. Achso, hä? Ich hab da schon aktiviert, okay, alles klar. Warte, ich stun sie mal. Sonst könntest du das halt wieder so abusen. Die haben ja auch eh überlegt, ob sie oder sie hatten sogar kurz rausgemacht, dass du nicht mehr ab 110 Levelstopp machen konntest, weil da haben ja einige Leute gezogen mit, ne? Und das wollten sie halt irgendwie nicht. Das haben sie, glaube ich, jetzt wieder zurückgenommen. Hatte ich gelesen. Wobei, mich betrifft es ja nicht. Wie Levelstopp? Du kannst ja einen Levelstopp einrichten, ne? Und manche haben halt den Levelstopp gemacht für einen voll equippten 110er-Char, weil die am besten geeignet sind, andere Leute quasi über die Insel zu ziehen, ne? Wenn du die richtigen Legendaries hast, vor allem beim DH ist es zum Beispiel die Geschichte mit diesem I-Beam, wo du durchziehen kannst. Gibt's auch noch ein paar andere Klassen mit guten Legendary-Kombinationen. Dann kannst du halt die ganze Insel zusammenpullen und innerhalb von ein paar Sekunden halt downcleaven, ne? Und das wollten sie halt nicht, deswegen haben sie da diese Levelstopp-Möglichkeit deaktiviert, so ab 110. Und dann haben aber sich einige aufgeregt und naja, jetzt haben sie es anscheinend wieder rausgemacht und ach. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne, Sarah? Ich bin zu weit weg. Ist halb schon wieder halb zwei. Heil ich mal selber, ich meine Reckel. Ja. Gott, ist alles reingehauen. Aber farmst du es aktiv hoch? Ich sollte vielleicht aus der Grütze gehen. Die Dings hier, die Kette, weil, also ich habe meine halt ganz bequem auf 35, aber ich habe halt keinen einzigen Punkt gefarmt, ne? Also ich weiß nicht. Wie? Also hier Azerit, ich habe nie irgendwas gefarmt. Ich habe das halt, was ich passiv reingekriegt habe. Wen meinst du jetzt aus dem Stream? Nee, Hannes, ja. Nicht du. Also nicht, ich habe jetzt nie irgendwo die Notwendigkeit gesehen, die Halskette hochzufarmen. Ich auch nicht, obwohl immer alle sagen, du brauchst die für den Raid und bla 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 und eigentlich ist das voll wichtig. Naja, du kannst halt jetzt schon für den nächsten Raid hochfarmen, das kannst du machen, ja. Was juckt mir das nicht, ich kriege das gute Zeug ja eh nicht so schnell, dass ich es jetzt in dem Bereich dann haben müsste. Und es wird ja wieder runtergehen, die... Naja, das, klar geht das immer weiter runter. Ja klar, für einen neuen Raid kannst du es jetzt halt schon mal pre-farmen. Irgendwas mit 38 habe ich gehört, dass du am Anfang brauchen sollst, anscheinend, Leute gemeint. Und 48 ist das höchste. Also von dem her, ja. Okay. Also bis jetzt habe ich es nirgends krass gebraucht. Mal gucken, wie es mit den neuen Trades aussieht. Vielleicht farme ich es dann ein bisschen hoch, aber... Ja, mal schauen, was eben der neue Ring ausmacht. Dann lohnt sich es vielleicht. Ja genau, ich bin jetzt halt auf 35, es sind jetzt nur ein paar Wochen dahin, also da mache ich mir jetzt keinen Stress.
50er Hals ist schon nur krass. 403er GS anscheinend dann. Ja, ja, das ist recht hoch. 415. Das ist Mitte. Aber das Komische ist ja eh, wenn du die Kette einmal auf Max-Level hast, in dem Fall also 48, dann geht ja deine komplette XP sonst noch wohin, weil es bringt ja an sich nichts mehr. Das demotiviert doch eigentlich. Ja, du brauchst dann halt so extrem viel. Deswegen ist das zu farmen immer so eine Sache, ja. Wenn du irgendwann an dem Punkt bist, du brauchst halt immer und immer mehr, ne? Jetzt schauen wir mal. Wir können ja gucken, was wir gleich kriegen werden. Wir können jetzt einmal noch Dings anmelden. Hier, wie heißt's? Wattel. Und schauen, was wir kriegen. So auf die letzte Inni, ob es irgendwas Gutes ist. Wenn es eine Kack-Inni ist, dann natürlich die letzten 10 Minuten questen. Ach, wird der da nicht gecapped, oder? Weil ja 400 Item-Level theoretisch cap ist. Oder, nee, 395 ist ja eigentlich cap, okay. Na ja, gut. Also jetzt haben wir wahrscheinlich schon einige. Meiner ist knapp über 93 jetzt an Hals. So, das ist schon der Boss. Ich dachte mir so, gleich muss hier jemand nachhaken. Die wird's nichts mehr mit 80. Nö, das zieht sich jetzt länger. Jetzt melde ich nochmal einmal an. Hier einmal Wattel. Wir können nämlich gar nicht Dings kommen, weißt du, Stratollen, weil wir zwei so Lowy dabei haben. Der eine will anscheinend nicht. Also wenn es dir hilft, ich habe noch einen 59er. Das könnten wir natürlich auch machen, oder? Wir machen das nächste Mal. Ich glaube, der eine will die Quest abgeben. Ich glaube, der will nur die Quest abgeben. Ah, stimmt, da gab es ja eine. Oh, muss ich auch. Mach das mal. Schau ich mal, was in dem Säckchen krieg. Na gut, wieder so ein Mist-Item. Ist doch ein tolles Transmog. Ja, nur so ein Gammelzeug. Der Macau schaut eigentlich schon voll geil aus. Mit den Tattoos und so. Macht was her. Ja, du kannst ihn ja alle möglichen, kannst ja auch so ein Schwarzfels-Org und so machen. Na gut, jetzt ist er rausgegangen. Schauen wir mal. Hab ich jetzt Dings angemeldet? Das weiß ich gar nicht. Doch, Wattel, hab ich jetzt angemeldet. Ja, schauen wir mal. Mein Blut soll euer Verderben sein. Da unten ist er, der Magterion. Die Instanz fand ich auch recht cool. Also den Raid. Hatte damals was mit 40 Mann. Ja, halt im Obscurity-TS, wenn wir unterwegs. Ach, Herr Tiller. Ja. Ich habe heute noch eingeloggt und dann kam doch per Post jeweils noch 1200 Gold für zwei Taschen. Echt, wer hat dir denn Gold geschickt? Nur weil ich auf Horde Dings bin. Ja, von wegen, ja, weil du auf Horde bist, da hast du noch ein bisschen Geld, dass du die Taschen lassen kannst. Ja, nice. Voll geil. Ja, nice. Hast du einen Gönner gefunden? Ja, ein paar. Wir haben ja direkt noch welche Taschen gehandelt. Schau mal, Asiol Narub, okay, haben wir Glück gehabt. Hatten wir Glück. Wir hätten jetzt aber halt auch Pech haben können, ne, dass wir Dings gekommen wären. Obwohl, gut, Turm. Ne, das können wir gar nicht, ne? Wir können ja relativ wenig kommen mit dem Hexer. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir einen großen Marspool machen, aber naja. Anders hast du nichts mehr zu tun jetzt, wo du deine Halskette hochgebastelt hast. Nee, ich habe gar nichts zu tun. Ja. Ich habe jetzt auf meinem Main 40 gemacht und jetzt noch meine anderen beiden Chars müssen noch auf 40. Ja, du sammelst halt nicht so viel Zeug, ne? Da gibt's halt jetzt gerade viel zu machen. Collect-Zeug. Ich will jetzt halt meine ganzen Chars hochbasteln, bevor der nächste Raid kommt, dass ich das schon mal weg hab.
Ich freue mich schon auf den Wild, endlich wieder Wilden, jetzt wegen dieser Silvesterpause und Weihnachtspause, ey. Geht bei euch dann gar nichts in der Zeit, oder wie? Nein, nein. Uns ist heute auch quasi heute kein Raid gewesen. Eigentlich ganz angenehm. Oh ne, ich liebe Wilden. Ich bin ganz nach Wilden. Ja, weiß ich nicht, was will ich in Uldi, wenn ich kein. Also wenn du kein. Wenn du es clear hast, kein Loot brauchst, was willst du? Da einfach reinrennen, um reinzurennen, macht ja auch keinen Sinn. Macht ja aber Spaß, keine Ahnung. Nee, also, weiß ich nicht. Den Laden oft genug gesehen. Oh ne, ich könnte 7 Tage raiden. Okay, ja gut, jedem das seine. Für mich ist es nix. Na gut, jawohl. Ja gut, jetzt werde ich halt nur 2 Tage, ne? Vor allem wenn es um Raiden geht, es geht ja auch ums Swipe, nicht nur ums Raiden. Ja, nö, ich raide ja, um was zu schaffen, ne, und nicht nur das als Selbstzweck quasi. Ich will halt meine Achievements machen. Du hast ja zum Beispiel alles clear, mit dir bringt's ja nichts mehr kurz vorm Update. Ja, ja, wenn man zweimal die Bosse progress. Ich hab ja erst wohl 100 geradet, dann bin ich ja gequittet und hab jetzt die Gilde und jetzt nochmal alle Bosse. Okay, warum bist du jetzt eine andere? Wegen den Zeiten oder was? Nö, ich hab ja selber eine aufgemacht jetzt. Ach echt, okay. Naja, ich hab ja erst 4 bis 5 Tage geradet und dann waren die Leute da nicht so meins und dann bin ich halt meine alten Leute da zusammengeholt und jetzt 2 Tage auf Blackrock und ja. Okay. Ja gut, das ist halt meistens so, wenn du Hardcore-Progress raidest, dann kannst du dir Leute halt nichts aussuchen. Das sind halt meistens nicht unbedingt die angenehmsten, ne? Na eben, okay. Wenn man so raidet, dann müssen die Leute halt passen. What the fuck? Jetzt haben wir nach 4 oder 5 Wochen Uldir, haben wir clear gemacht. Gedingst. Ich versuche mich mal selber noch zu heilen. Das wird jetzt knackig hier. Ah, ich bin auch desorientiert. Nö, das war's jetzt. Ich kann nichts mehr machen. Aber das waren zu viele. Ich kann auch nicht. Warte mal, hä? Wir sind noch nicht. Wir haben doch keinen Bosskampf. Warum kann ich nicht releasen? Naja, gut, die kriegt er noch, oder? Ja. Dann mach ich jetzt kein Battle jetzt. Nö, passt schon. Das Problem ist, die CC'n halt hier relativ viel. Wenn dann kriegst du sie instant down. Oder du bist halt dauer CC'd, wenn du da viele hast. Problem, ich hab schon wieder einer im CC. Ja. Wie ist Leveln jetzt? Geht echt schnell, ne? Du merkst es halt schon. Boah, so steht der Schurke auf. Kurz mit dem Shadow gelevelt, aber. So, da ist. Ich hab ja gestern mal in Magar-Org abends angefangen, ne? 4 Stunden das gemacht und hab in 4 Stunden halt 40 Level gemacht, das war halt angenehm. Ja, gut. Da, in 4 Stunden hast du voll 5 Level gemacht, geile Sache. Ja, also das geht halt schon schnell. Aber ich habe halt auch einen Monk, ne? Also mit den 50% Buff. Und eine Gruppe, die Insta entwickelt. Ja, die ist zwar eher ein Klotz am Bein, weil es halt Gimps sind, aber naja. Oh, das ist nein, ich schon. Der Tank. Ganz schlimmer Team. Nein, Spaß, wir haben schon eine ganz gute Truppe. Ah, ich guck mal, was. Welches Level seid ihr? Jetzt, warte mal, ich bin jetzt 77. Ja, aber ich darf bestimmt auch noch was rumliegen. Willst du auch noch mal einsteigen? Naja, ich will, dass es ein bisschen länger dauert bei dir. Ich habe jetzt eine Wortel-Eni gecute, ne? Jetzt hatten wir Luck und sind hier Dings reingekommen aus Jolnarub, das ist ganz gut der Laden. Also wenn man alleine cute, kann zu BC nicht gehen, weil sich nach jedem zweiten Trashpack die Gruppe auflöst, weil einfach der Heiler CC'd wird und dann der Tank abmittel. Ja. Ist mir ungefähr 8-mal passiert und dann habe ich meinen Computer kaputtgeschlagen und dann. Ja gut, ich sag mal so, random Innis zu gehen, ich glaube, da würde ich lieber questen, ne? Weil du regst dich halt zu sehr auf manchmal. Gibt halt Leute, die, weiß ich nicht, was die machen. Level 70, Death Knight. Die wollten wir eigentlich nicht adden, habt ihr die jetzt angeschossen? Hunter-Pet hier. Alter. Wollen nicht den ganzen Laden zusammenziehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen breitfüßig runtergesprungen. Ja, ich krieg halt hier die ganze Zeit den Falling Damage noch von dem hochnocken. Ich kann auch meinen Stagger nicht resetten. Alter. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich den Interface schrecklich finde? Ich glaube, das habe ich schon mal das ein oder andere Mal gehört, ja. Mann, der alte Klotz war so geil. Warum? Also den alten Klotz.
Fandest du echt besser? Viel besser und funktioneller als diese Pisse. Ja, der war halt wirklich nur funktionabel, ja, das ist richtig. Der war so gut und jetzt hast du so eine Scheiße. Siehst nix. Warum siehst du nix? Ich hab weniger Buttons jetzt draußen und halt so einen schönen Rahmen, ne? Ja, der schöne Rahmen sieht erstens hart beschissen aus. Okay, ja, das ist ja meine. Ich werde aber sehr oft gefragt, wie das heißt, ne? Also. Ja, weil irgendwelche Roleplayer-Gims bei dir im Chat sind. Was? Niemals. Und alte Menschen, die sind nicht mehr richtig. Bitte? Also ich habe mir jetzt fürs Weltleben ein anderes Interface gemacht. Aber dann konvertiert er doch den Bildschirm so oberhalb der Leisten. Weißt du, was ich meine? Also quasi, dass der Mittelpunkt deines Bildes ein bisschen höher ist und nicht die Leisten unten das noch abschneiden. Ach so, dass quasi die Leisten an sich sind und dann hoch. Aber das habe ich hier bei dem auch, ne? Das habe ich den auch. Das sieht gar nicht so aus, oder? Doch, das habe ich. Lass die Spinne mal hier ihren Stuff tun und dann, ne? Hat die jetzt zugesponnen? Ja, doch, ja. Okay. Dann können wir ran da. Nee, nicht die Spinnenwecker eh, Einfach nur auf den Boss drauf gehen, weil der heilt sich durch die Spinnen. Naja, schau, jetzt sterben die Spinnen, jetzt heilt er sich wieder komplett voll. Ja, eh die Spinnen tot, keine Ahnung. Das dauert sonst viel zu lang. Wenn er einmal anfängt, sich dann da hochzuziehen. Der frisst die irgendwie oder so und dann heilt er sich jedes Mal wieder. Jo, Freund, ich wünsche dir auch schöne Feiertage, ne? Eine gute Nacht. Mhm. Ja, warte, so sieht ein gutes Interface aus. Was, jetzt posten wir. Der ist von dem Hexenmeister jetzt an. Ja, der hat ihn jetzt rein erhebt, ne? Wie so ein Blöder. Deswegen haben sich die Dings geheilt. Der Boss. Hey, wake up! Yes. Damage gemacht hat. Ja, der wollte einmal zeigen, dass er der krasse Dude ist. Ich hab leider nichts auf den Level, sonst will ich mitkommen, ey. Inwiefern sieht das dann nämlich jetzt viel besser aus? Das ist halt fast genauso wie meins, bloß dass es halt noch viel zugeklatschter ist. Du hast halt Damage und Heil-Dings nochmal extra. Also ganz echt. Und warum ist der GS etwa 10-mal so groß wie alle anderen Buttons? Ja, damit ich... Das ist der Panic-Button. Dann im GS ist der Panic-Button, klickst du den dann? Das ist mein Bild erst oberhalb der Blackline anfängt. Der Blackbar. Ja, schon, ist es schon nach oben geschoben, ja. Genau. Warum hast du denn so ein riesen Weak-Aura-Ding? Aber du, also für mich wäre es nichts, wenn ich im Bildschirm Zeug habe. Ich möchte gern den Bildschirm in der Mitte frei haben und das ganze Zeug unten oder rechts irgendwo. Okay, ich sehe das bei vielen, dass die es halt quasi im Sichtfeld haben. Es ist schon sinnvoll, dass du die wichtigen Sachen auf den Blick siehst, aber für mich ist das nichts. Das ist halt... Also ich wähle die ja jetzt, deswegen ist das ja, muss ich alles sehen. Und deswegen habe ich auch die Blackbar gemacht, damit ich mehr Überblick habe. Okay, ja gut, klar, da musst du natürlich nochmal auf ein paar mehr Sachen achten, das ist klar. Guck mal auf den Namen vom Schurken. Was? Pornslut. Pornslut, hallo. Gut, okay. Weißt du, der wird nicht lange so heißen, nehme ich an. Der ist schon 71, also der hat 71 Level geschafft, dass er den Namen hat. Oder er hieß vorher anders, ne? Vielleicht ist er nur Slut und hat sich umbenannt in Porn Slut. Ja, nicht schlecht. I like. I like. Kennst du das Stinks-Meme da dazu? Naja, Kitty. Kitty. Nice. Naja. Magtela. Ja, da hast du wieder den krassesten Namen. Ja, ich hab überlegt, ne? Hab die Leute Namen vorschlagen lassen. Da kam nur Mist rum und dann hab ich meinen Gammelnamen genommen. Und du musst irgendwelche du musst das machen wie ich. Du nimmst einfach irgendwelche Beleidigungen und translatest die dann in irgendwelche andere Sprachen. Okay, und was hast du da so an Chars? Mein Shadow Priest heißt Jeff Lafita, das heißt verdammte Hure auf Schwedisch. Okay. Das ist das Lustigste, was du machen kannst, wenn dich dann einfach irgendwelche Schweden anschreiben und dich komplett wegbeleidigen. Find ich lustig. Warte mal, hier HT, diesmal mit HT. Der Anti eigentlich. Auch lange nicht mehr gehört. Ich glaube, der ist ein bisschen beleidigt. Das sagst du immer, wenn ich frage. Ich dachte, ja, ist. Ja, richtig.
Nee, ich habe anscheinend mit dem gar nichts zu tun. Das ist zwischen ihm und ein paar Leuten, mit denen er da gelevelt hat, habe ich vernommen. Vielleicht habe ich vorher ein bisschen reingestichelt, ja, aber sonst. Wie immer, hallo. Bitte, aber ich habe mich echt zurückgehalten. Mit meinem Priest will keiner die Mythic, Mythic-Expeditions laufen, oder zu wenig Gear hat. Oh. Wo willst du denn mit dem Mythic laufen? Kannst du auch HC einfach queuen? Bei Mythic bringt er mehr Azerite. Ja, aber am schnellsten ist eigentlich, wenn du immer HC läufst, so vom Side-Dings. Ja, du brauchst okay. du brauchst einen Tank und noch einen DD und dann kaufst du dir einfach diese Tokens die Woche und damit one-shottest du einfach jede Gruppe, du Big-Pulls einfach dreimal, dann ist es abgeschlossen. Gut, wenn du so Sachen kaufst, dann ja, aber ich kaufe so ein Zeug nicht, weil ich brauche das für die Collectible-Items, weißt du? Ja, gut, hab ich schon alle. Hast du niemals alle? Ich mach seit 2 Wochen nichts anderes. Okay, echt? Also das 1000er-Mount habe ich, dieses in Albatros. Ja, aber also sie haben schon bekannt gegeben, dass am Ende vom Addon du anscheinend alles einmal für Marken kaufen können wirst. Also für die Dinger, deswegen werde ich nichts ausgeben. Okay. Falls mir am Ende noch ein paar Mounts fehlen, wahrscheinlich werden die ja dann auch alle 400, 500 oder 1000 kosten, ne? Deswegen, ja. Am Ende von Addon in 2 Jahren dann, oder? Ja, ja, gut, ja klar, das kann dauern, aber ganz ehrlich, wenn ich das Lack bis jetzt sehe bei den Mounts, kann ich mir schon vorstellen, dass mir da noch was fehlen wird. Mir fehlt noch ein Mount aus den Expeditions. Ach, erzähl mir doch nix. Das sind doch jetzt Alter, irgendwie... Ich hab, glaube ich, mehr als 1000 Stück von den Expeditions gemacht. Auch. Ja, gut. Ich hab schon vor dem Patch über 1000 gehabt. Keine Ahnung, wo sehe ich denn das? Erzähl mir doch nix. Vor allem die neuen, selbst wenn du seit Dings da durchgelaufen bist, hast du die neuen... Jetzt post mir mal die du hast. Ich hab seit fucking 3,5 Wochen frei und seitdem mache ich jede Weltquiz und jeden Tag bestimmt 50 plus Island Expeditions. Okay. Also, gut. Okay. So. Hannes, einen Moment, so für die Aufnahme soll es gewesen sein, ne? Bis zum nächsten Mal, Tila. Ciao. Hau rein.